Liebe Zuschauer, im Christliche Impulse Newsletter versuchen wir in jeder Woche Impulse und Tipps für Ihre persönliche Jesus-Nachfolge zu geben. Wenn Sie ihn noch nicht haben, können Sie ihn jederzeit kostenlos anfordern unter www.christliche-impulse.org. Und einer der am meisten gelesensten und diskutiertesten Newsletter in letzter Zeit war der von Roland Werner über seine Trends und Prognosen, was die Kirche, was die Christen in Zukunft erwartet. Und weil er so viel Diskussion ausgelöst hat, deswegen wollen wir nochmal nachfragen. Und ich freue mich, heute mit Ihnen hier in Marburg zu sein und Roland Werner direkt nochmal zu fragen, was es mit diesen Prognosen auf sich hat. Und so freuen wir uns, heute bei ihm zu sein, Dr. Roland Werner, Gemeindegründer, Bibelübersetzer, CVJM-Generalsekretär. Zu Beginn deiner Thesen schreibst du von dem New Yorker Religionsforscher, der schreibt, dass es in Zukunft nur noch drei Formen von Kirche, christlicher Kirche geben wird. Der katholischen Kirche, der orthodoxen Kirche und dem evangelikal-charismatischen. Das heißt, der liberale Protestantismus würde verschwinden, das Evangelische, so wie wir es kennen, verweltlicht sich so sehr, bis es zur Unkenntlichkeit verschwindet? Ja, das ist eine der ganz erstaunlichen Thesen von Philip Jenkins, dass er in seinem Buch sagt, The Next Christendom, also die nächste Christenheit, dass er genau das voraussagt. Ich denke, in den USA ist es sehr deutlich, dass die sogenannten Mainline Churches, also die alten Hauptkirchen, reformiert, presbyterianisch, anglikanisch, immer mehr an Bedeutung verlieren und stattdessen charismatische, evangelikale Gemeinden, pfingstliche Gemeinden sehr, sehr stark wachsen. Erwartet das Gleiche auf unsere evangelische Landeskirche hier? Ja, und das, er sagt, das ist etwas, was man in der ganzen westlichen Welt beobachten wird können, dass die Strukturen sich einfach verändern und dass das, was evangelisch ist, eben sehr stark von dieser Form des persönlichen Glaubens, was man als evangelikal oder dieser Geisterfahrung, was man als charismatisch bezeichnen kann, geprägt sein wird. Und wir sehen ja auch schon, dass in Deutschland es so ist, dass auf der einen Seite das landeskirchliche System natürlich sehr viel auch noch stützt, auch durch die Nähe zum Staat, jedenfalls die historische Nähe und auch durch die Kirchensteuer. Aber gleichzeitig merkt man, dass da, wo missionarisch gearbeitet wird, missionarisch verkündigt wird, wo sagen wir mal, eine Art des persönlichen Glaubens in den Vordergrund gestellt wird, dass da die Kirchen häufig voll sind, während wenn man insgesamt schaut in unsere landeskirchliche Situation, ist es doch oft so, dass Kirchen eher leer sind und dass man Mühe hat, einfach das Besondere unseres Glaubens noch an vielen Stellen wiederzufinden. Das heißt, je frommer, desto voller die Kirche. Ja, aber fromm in einem guten Sinne, also nicht in einem engen oder in einem gesetzlichen Sinne, sondern ich würde sagen, wenn das Zentrale betont wird, also das, was uns als Christen ausmacht, unser Glaube an Jesus Christus, die großen Taten Gottes, das, was Gott getan hat, das, was Gott ist, das, was er ist, was das dann auch mit unserem Leben zu tun hat, nicht nur mit der großen Politik, sondern was es wirklich mit dem Leben des Einzelnen, mit seinem Alltag zu tun hat. Ich glaube, wenn das betont wird, dann können sich Leute darin wiederfinden und dann sagen Leuten, okay, das ist etwas, was mich interessiert und wo ich auch einen Zugang zu finden kann. Du hast ja hier einige weltweite Trends beobachtet und skizziert in deinen Thesen. Wenn du sie uns einfach kurz erklärst. Du sagst, von Nord nach Süd, das Christentum verlagert sich. Also ganz lange war Europa das Zentrum des Christentums. Natürlich muss man dann auch die Orthodoxie, also Osteuropa, Russland mitdenken und Amerika. Aber insgesamt war das Christentum ein Phänomen der Nordhalbkugel. In den letzten 100 Jahren, vor allem in den letzten 50 Jahren, sind die Kirchen des Südens sehr, sehr stark gewachsen. Subsaharisches Afrika, also südlich der Sahara. Die Kirchen boomen, sie sind voll, selbst in Situationen wie im Südsudan, wo sehr viel Verfolgung war. In China wächst das Christentum. In dem ganzen asiatischen Raum, in Südamerika, ist ein Aufblühen auch gerade des protestantischen Christentums zu erkennen. Und so hat man jetzt statistisch gesehen, dass etwa seit 10, 15 Jahren im Grunde die Zahl derer, die Christen sind, im Süden größer geworden ist als im Norden. Das ist also ein kultureller, also ein ganz massiver Unterschied. Woran liegt es, dass es dort zunimmt und bei uns abnimmt? Was ist da anders? Was können wir von denen lernen?
Ich denke, wir können sehr, sehr viel lernen, sehr viel Unmittelbarkeit des Glaubens. Wir können lernen, dass die Betonung auf Gebet ist, auf Verkündigung. Natürlich haben wir eine Geschichte im Abendland, die auch mit Aufklärung zu tun hat. Wir haben sehr stark in den letzten 200, 250 Jahren die Vernunft auf den Thron gesetzt, den Rationalismus. Wir haben also gegenüber Glauben oder Übernatürlichem eine Position eingenommen, dass, wenn es nicht total bewiesen ist, dann ist es wahrscheinlich nicht. Also wir haben sozusagen eine skeptische Brille aufgesetzt, und das ist in anderen Kulturen nicht so der Fall, sondern da ist die Gewissheit, es gibt etwas Übernatürliches, ist klarer. Die Frage ist nur, wie sieht dieses Übernatürliche aus? Und dass dann die christliche Botschaft mit ihrer befreienden Nachricht, Gott ist bei dir und befreit dich von den Mächten, auch von der Angst vor den Geistern, vor den Dämonen und so weiter, dass das dann sehr attraktiv ist und Menschen sagen, hier finde ich im christlichen Glauben eine neue Freiheit, eine neue Lebensbejahung, eine neue Kraft, eine neue Würde für Männer und Frauen in gleicher Weise und auch eine Kraft der Versöhnung zwischen den verschiedenen Stämmen. Das ist, glaube ich, sehr deutlich erkennbar. Während wir so in so einer Welle sind, wir haben viele Ideologien erlebt im Abendland, wir haben sozusagen ein Ende erreicht, wo die Menschen ganz verunsichert sind, was kann denn überhaupt noch wahr sein und was kann uns wirklich nach vorne bringen. Also es ist eine gewisse Müdigkeit, eine Ermüdung, eine geistige Ermüdung in Europa. Südamerika wird protestantischer, früher traditionell katholisch. Warum jetzt dieser Trend in Lateinamerika zum Evangelischen? Man könnte sagen, die Bibel ist in Südamerika angekommen. Es gab sicher auch sehr gute Aspekte der katholischen Mission. Es gab manche Jesuiten, die sich sehr für die Indianer eingesetzt haben. Also man darf das auch nicht alles nur so schwarz-weiß machen. Aber insgesamt war doch die katholische Kirche etwas, was mit Zwang auch ursprünglich verbreitet wurde. Und jetzt kommen die Menschen selbst zur Bibel und lesen die Bibel und erkennen, dass es sie ganz persönlich angibt. Und es formen sich an vielen Stellen unabhängige evangelische Gemeinden. Manchmal wird das in der Presse so dargestellt, dass es amerikanische Sekten seien. Wenn man genau hinschaut, das mag es auch hier und da geben, aber wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich das, was wir protestantisch oder evangelisch nennen würden, was dort wächst. Und das wiederum hat eine positive Konkurrenzsituation für die katholische Kirche ausgelöst, dass viele der katholischen Gemeinden auch mehr bibelorientiert werden. Und auch ich habe gehört von charismatischen katholischen Gemeinden dort, genau, die sehr am Wachsen dass dort sind. Also im Grunde eine positive geistliche Konkurrenzsituation entsteht und man merkt vor allen Dingen, das Christentum ist im Gespräch und es ist auch sehr wichtig als sozialer Faktor, auch für die Überwindung von Ungerechtigkeit, von Bandenwesen, von Drogenhandel und so weiter. Das wird oft in den Medien gar nicht wahrgenommen, ist aber ein großer Faktor. Manche Gemeinden in Argentinien füllen Stadien, ähnlich in Kolumbien und in anderen Ländern. Also ist Christentum in einer Lebendigkeit am Gange, wie wir das hier aus Europa nur sehr selten kennen. Das Christentum in China wird stärker. Ja, ein Freund von mir war jetzt gerade in China und hat dort auch mit verschiedenen Leuten sprechen können, die ihm berichteten, dass man jetzt von etwa 70 plus Millionen Christinnen und Christen ausgehen kann. Manche sagen bis zu 100 Millionen. Wenn man überlegt, dass noch vor 50 Jahren, als alle Missionare rausgeworfen wurden, die Hoffnung des damaligen Staates war, alle Religionen auszumerzen, dann sind das ganz erstaunliche Zahlen. Sowohl in der offiziellen Kirche, die ja lebendig ist, als auch in den Hauskirchen wächst das Christentum. Die Kirchen sind voll. Viele Hausgemeinden müssen sich immer wieder, immer neu teilen, weil sie gar keine Räumlichkeiten haben. Und auch diese Frage, wird das Christentum eigentlich in China behindert oder verfolgt, ja oder nein, kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt Regionen, wo es eine ganz große Freiheit gibt und es gibt andere Regionen, wo es sehr viel Bedrängnis und Verfolgung gibt. Ist ein riesiges Manche sagen, Reich. Dass China irgendwann mal Amerika als das christliche Leitland ablösen wird. Wann etwa könnte diese Zeitenwende sein? Also ich glaube, dass das schneller ist, als wir vielleicht denken, vielleicht in 20, 30 Jahren. Also wird China doch sehr, sehr stark christlich beeinflusst sein. Nächste These. Die Gemeinden in muslimischen Ländern werden stärker. Warum das? Ja, das
Wir merken ja gerade in diesen Monaten, welch ein Freiheitshunger und eine Sehnsucht nach Freiheit und Gerechtigkeit in den arabischen Ländern vorhanden ist. Die Menschen, die in Ägypten auf die Straße gegangen sind, in Libyen, im Jemen, in Syrien. Und ich denke, da ist etwas in Bewegung. Und gleichzeitig ist auch etwas geistlich in Bewegung, nämlich dass immer mehr Muslime einfach eine Chance haben, überhaupt sich mit dem Christentum zu beschäftigen. Dazu helfen die modernen Medien. Es gibt ja christliche, arabische, auch iranische, türkische, nicht nur Radiosendungen, sondern auch Fernsehsendungen. Und immer mehr Menschen dort erkennen Jesus als den Messias, erkennen ihn als ihren Herrn und Meister, dem sie folgen wollen. Und je nach Toleranz des Landes kann das offener dann auch gelebt werden oder muss es ganz im Verborgenen sein. Im Iran wurde mir jetzt von einem Freund, der dort länger gewohnt hat, berichtet, dass sich dort Christen heimlich in abgedunkelten Räumen im Keller treffen, sodass sie einander nicht erkennen können. Für den Fall, dass sie entdeckt werden, dass sie nicht dann durch Folter dazu gezwungen werden können, andere zu verraten. Und es gibt andere Situationen, wie zum Beispiel in Atlasgebirge bei den Berbern in Algerien, wo in den letzten 20 Jahren also große Gruppen, Zehntausende, sich Jesus zugewandt haben und jetzt als Christen bewusst leben. Und ein Freund von mir, der libanesischer Bibelschullehrer ist, der das öfter dieses Gebiet besucht, erzählte mir, er hätte eine alte Frau getroffen, dort in einem Berberdorf, die ein großes Kreuz getragen hat, ein Holzkreuz. Und er hat sie gefragt, warum trägst du dieses Kreuz so vor dir her? Und sagt sie, ja, sie möchte, dass alle erkennen, dass sie an Jesus glaubt. Also da ist ein Aufbruch, ist natürlich auch in Algerien sehr kritisch gesehen, teilweise auch gewisse Verfolgung, aber dennoch, dadurch, dass es so viele sind, wächst das. Und ich erwarte das mehr und mehr für viele der islamischen Länder. Dann in den USA wachsen nachchristliche Religionen. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, also nachchristliche Religionen sind Religionen, die nach Christus entstanden sind. Ein Beispiel wären die Mormonen, die also bestimmte Teile des Christentums aufnehmen, aber eine eigene Religion formen. Ähnlich auch könnte man die Zeugen Jehovas als nachchristliche Religion bezeichnen. Sie nehmen zwar wesentlich und auch im Äußerlichen das Christentum auf, aber interpretieren es völlig neu. Auch der Islam ist als nachchristliche Religion zu verstehen. Also es sind solche Religionen, die irgendwie Christus einbauen. So tut es ja der Islam. Jesus wird als vorletzter großer Prophet eingebaut, aber Mohammed ist dann quasi der abschließende Gesandte Gottes, das Siegel der Propheten, so wie der Islam sagt. Und man kann davon ausgehen, dass in einem religiösen Wettbewerb, in dem wir uns befinden, nicht etwa die Religionen weniger werden, sondern dass sie stärker werden. Also, betrifft das mit den nachchristlichen Religionen auch uns in Deutschland? Ich denke schon. Allerdings ist bei uns nochmal durch diese volkskirchliche Situation, durch die starke historische Prägung, ist es vor allen Dingen der Islam und teilweise der Buddhismus, der wächst. Aber ich denke, so Formen wie die Mormonen oder Baha'i oder Zeugen Jehovas haben keine wirkliche große Chance hier in unserem Land. Als nächste These hast du den Verlust und die Schwächung eines christlichen Konsenses in theologischen und ethischen Fragen. Welche Fragen betrifft das zum Beispiel und woran erkennen wir das? Ja, also wir merken ja an vielen Stellen, dass wir in der westlichen Gesellschaft über ethische Grundfragen ganz neu in Diskussionen kommen. Was ist eigentlich Ehe? Wann fängt das Leben an? Wann hört es auf? Euthanasie, ist es nicht vielleicht doch barmherzig, Menschen, die am Ende ihres Lebens sind, zu helfen, dass sie das dann beenden können oder ein bisschen nachzuhelfen? Also es sind so viele ethische Fragen, wo es lange Zeit einen Konsens gab. Ehe ist ein Mann und eine Frau und lebenslang. So. Das Leben fängt dann an, wenn das Kind gezeugt ist. Deswegen keine Abtreibung. Was auch schon die frühen Christen betont haben, wie man nachlesen kann in der Didache, also der sogenannten Zwölf-Apostel-Lehre. Oder. Solche Dinge, die ganz lange die westliche Kultur geprägt haben, werden jetzt sehr relativ. Und manchmal ist man schon als Christ in einer Minderheitsposition, wenn man eine ethische, also eine moralische Wertevorstellung aufrechterhält, die für 1500 Jahren im Westen
selbstverständlich war. Und das wie reagieren wir darauf, auf den Verlust dieser Konsense in ethischen, theologischen Fragen? Ja, da kann man unterschiedlich drauf reagieren. Man kann entweder sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm, und es quasi verneinen und so immer noch so einen geringsten gemeinsamen Nenner zu finden. Man kann sehr kämpferisch sein und sagen, wir müssen das alte christliche Abendland wiederherstellen. Und was ist der beste Weg? Ich glaube, dass der beste Weg einfach der Weg der Nachfolge ist. Das bedeutet, dass wir für uns in unserem Leben uns darum bemühen, diese biblischen Werte zu leben als ein Zeugnis gegenüber der Welt. Nicht mit dem Anspruch, ihr müsst alle auch so sein. Natürlich, wenn es um den Schutz des Lebens geht und ähnliche Dinge, müssen wir uns einsetzen, zumindest eine prophetische Stimme erheben. Aber wir können das nur dann tun, wenn wir selbst auch in unserem eigenen Leben uns danach ausstrecken, dass wir auch nach diesen Werten leben. Das ist nicht immer leicht. Da gibt es sicher auch manches im eigenen Leben, was dann nicht immer so ganz so ist. Aber ich denke, der Weg kann jetzt nicht sein, dass wir als Christen sagen, wir wollen unsere Ethik verpflichtend machen für die ganze Welt, und wir müssen Mut haben, auch in einer Minderheit vielleicht andere Maßstäbe zu haben und dann auch vielleicht die Ablehnung, das Missverstehen bis hin zur Verfolgung auf uns zu nehmen, die solch eine Minderheitsposition dann auch möglicherweise mit sich bringt. Jetzt haben wir die weltweiten Trends besprochen. Was erwartet uns denn in Deutschland? Wie wird die deutsche christliche Landschaft in 20 Jahren aussehen? Ich glaube, die großen Kirchen werden noch mehr Mitglieder verlieren, demografisch auch durch eben Wegsterben der starken Bevölkerungsjahrgänge, durch weniger Taufen, weniger Kinder insgesamt wird sich das reduzieren. Gleichzeitig denke ich, wird es eine Rückbesinnung zum Zentrum des Glaubens auch in den Landeskirchen und auch in der katholischen Kirche geben. Zum Zentrum des Glaubens zurück, das würde jetzt sicher jeder unterschreiben. Aber was denn genau das Zentrum ist, was der Kern ist, was das Evangelium ist, was der Auftrag der Kirche ist, da ist ja doch eine große Uneinigkeit auch da. Was ist denn dieses Zentrum? Gott sei Dank müssen wir das nicht neu erfinden, sondern das haben wir in der gemeinsamen Tradition der Kirche. Wir haben es formuliert ganz handlich im apostolischen Glaubensbekenntnis. Wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer. Wir glauben an Jesus Christus, den Erlöser. Wir glauben an den Heiligen Geist, den Erneuerer. Wir glauben an die Jungfrauengeburt. Wir glauben an das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu Christi, an seine Auferstehung, an seine Wiederkunft. Und da, wo diese Dinge so genommen werden, wie sie auch gemeint sind, nämlich als Grundlagen, ich denke, da sind wir am Zentrum des Glaubens. Da, aber wo wir anfangen, das zu vergeistigen, zu verflüchtigen und andere Dinge ins Zentrum zu holen, meinetwegen die Nachfolge, die natürlich dazugehört, oder die Ethik oder den politischen Einsatz, alles wichtige Dinge, aber nicht mehr bei Jesus als Zentrum sind, da haben wir das Zentrum verlassen. Die Barmer Theologische Erklärung im Kirchenkampf im Dritten Reich hat es ganz deutlich formuliert, hat gesagt, angesichts des Versuchs der deutschen Christen, so eine Art nationalsozialistisch kompatibles Christentum einzuführen, dass Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, so heißt es, das eine Wort Gottes ist, auf das wir zu hören haben, dem wir zu vertrauen haben im Leben und im Sterben, und dass wir die falsche Lehre verwerfen, dass es andere mächtige Gewalten oder was auch immer geben mag, die sozusagen in dieses Zentrum hineingehören. Also das Zentrum des Christentums ist Jesus Christus. Und welche Kernaufgaben für Gemeinde resultieren aus diesem Zentrum? Ja, dass Jesus verkündigt wird. Ich denke, die meisten Menschen denken, Christentum heißt, sich zu bemühen, den Nächsten zu lieben oder ein netter Mensch zu sein. Das ist auch wahr, aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, Christ ist jemand, der sich nach Christus nicht nur nennt, sondern nach Christus lebt, ein Nachfolger ist. Christianos, das griechische Wort, ist ein Christusmensch. Also ein Christ ist jemand, der sagt, ich verbinde mein Leben mit dem Jesus von Jesus Christus. Warum? Weil hier Gott sich in der Welt zu erkennen gegeben hat. Ich will mich also mit Gott verbinden durch Jesus Christus. Das ist ein Christ. Wir können das persönliche Beziehung zu Jesus nennen, wir können das persönliches Vertrauen nennen, wir können das Nachfolge nennen. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber das Zentrum ist, ich glaube an Jesus Christus, er ist für mich das Wichtigste. Okay, nun haben wir die Kernaufgabe von Gemeinde, aber welche Form wird denn Gemeinde in Zukunft haben? Also ich denke, dass es viele Formen geben wird und auch geben muss, weil unsere Gesellschaft immer mehr sich auch soziologisch aufstellt,
spaltet. Also Jugendkultur gibt es auch nicht nur eine, gibt es 20, 30 verschiedene Jugendkulturen, auch die verschiedenen kulturellen Formen. Wir haben zum Beispiel musikalisch nur ganz wenige Stile in der Kirche sanktioniert, was weiß ich, Orgel oder jetzt auch moderne Musik. Aber wo gibt es Volksmusikgottesdienste? Aber die Volksmusik oder die Schlager haben eine große, breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Aber in der Kirche muss man auf einmal ganz andere Musik hören. Das heißt, wir haben also kulturelle Nischen, die wir gar nicht erreichen, oder kulturelle Bereiche, und wir engen das oft ein. Und ich glaube, dass wir, um das Christentum wieder als Volkskirche wirklich für das Volk relevant zu machen, dass wir einfach den kulturellen Wegen nachgehen müssen, wo die Menschen sind. So wie Paulus sagt, ich will den Juden ein Jude sein, den Griechen wie ein Grieche sein, um auch möglichst viele zu erreichen. In deinen Thesen schreibst du von zwei Formen, die du in Zukunft vornehmlich siehst, und zwar neben dem klassischen Parochialen, wie wir ihn von der Landeskirche kennen, noch alternative Formen von Gemeinde. Wie sehen die aus? Ja, ich denke, dass die Zentren oder die Leuchtfeuer, so wie es in einem Papier der Evangelischen Kirche in Deutschland genannt wird, Leuchttürme, Leuchtfeuer, dass also besondere geistliche Zentren eine wichtige Rolle spielen werden, so wie es auch im Mittelalter war, dass die Klöster eine besondere Rolle hatten. Man merkt, dass es gibt so Gemeinden, die sind Trendsetter. Da kommen viele Menschen hin. Da gibt es einige in unserem Land oder einige geistliche Zentren, und viele Menschen orientieren sich da. Die Kirche wird wohl nicht mehr die Kraft haben, leider, muss ich sagen, in jedem Dorf präsent zu sein, in jedem Stadtteil präsent zu sein. Das muss immer unser Bemühen sein, dass wir das sind. Aber wo wir es nicht können mehr, einfach aus Geld, Personalmangel und so weiter, brauchen wir den Mut, auch solche geistlichen Zentren zu stärken. Jetzt haben wir die Trends besprochen, die passieren werden. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Und da machst du einige Vorschläge in deinen Thesen. Zum einen die Konzentration auf die Kernaufgabe in Gemeinde, was wir eben schon besprochen hatten. Dann die Flexibilisierung von Strukturen, was wir auch schon hatten mit den alternativen Formen. Und dann sagst du mehr ökumenisches Bewusstsein. Ich entdecke, dass gerade im freikirchlichen Raum, aber auch insgesamt im landeskirchlichen Raum, man nur seine eigene Gemeindeform kennt. Sagen wir mal, ein junger Christ oder Christin, die ist Baptist und kommt aber jetzt in eine Gemeinde, wo es keine Baptisten, in eine Stadt, wo es keine Baptisten gibt. Diese dürfte das Bewusstsein haben, ich bin Christ, ich gehe dahin, wo andere Christen sind, auch wenn es keine Baptisten sind. Ob es Methodisten sind oder Brüdergemeinde oder Pfingstgemeinde oder Landeskirche oder katholische Kirche, ich gehe dorthin, wo sich Christen versammeln. Wir sind sehr aufgesplittert, und das hat historische Gründe. Aber wir brauchen auf jeden Fall dieses Bewusstsein, wir sind Teil einer großen christlichen Familie. Und das gibt uns auch das Gefühl, wir sind nicht nur die wenigen, sondern wir sind viele. Viele Menschen verstecken ihren Glauben, weil sie Angst haben, ja, ich bin so eine Minderheit und so, und erkennen gar nicht, dass wir sehr, sehr viele Glaubensgenossen haben, auch mitten in unserem Alltag. Dann sagst du, wir müssen Gemeinden mit anderem ethischen und religiösen Hintergrund fördern. Was bedeutet das in der Praxis? Wir haben bei uns in Deutschland jetzt sehr viele Menschen, die Gott aus anderen Ländern hat zu uns wandern lassen, aus Afrika, aus Asien, auch aus dem Vorderen Orient und anderen Bereichen. Und viele von diesen Menschen sind bewusste Christen, wir nehmen sie gar nicht wahr. Die afrikanischen Gemeinden sind sehr stark im Wachsen. In London sieht man das, die größten Londoner Gemeinden sind afrikanische Gemeinden. In Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit, aber die haben eine große Dynamik. Ich kenne Deutsche, die sind durch afrikanische Gemeinden in Berlin und anderen Orten zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Aber das ist insgesamt fast ausgeschaltet. Im Ruhrgebiet alleine gibt es eine Untersuchung, gibt es etwa 250 Gemeinden mit anderen Sprachen, indonesische, japanische, philippinische, chinesische, türkische und italienisch-spanische Gemeinden. Und die müssen wir hineinholen ins Zentrum unserer Gemeinschaft als Christen. Und sonst kommt auch der Reichtum, der dadurch hereinkommt, gar nicht bei uns an. Ähnlich ist es in Russland, deutschen Gemeinden, die oft auch noch ein Eigenleben führen. Und da ist auch sehr viel Kraft drin, sehr viel Positives, was so in den Hauptstrom reinkommen könnte, wo wir auch gegenseitig uns befruchten könnten. Mhm. Also da sehe ich eine große Aufgabe. Und ich glaube, dass Gott die Menschen aus diesen anderen Nationen zu uns geführt hat, auch um unsere alte Christenheit in Deutschland wieder zu beleben.
dann forderst du eine stärkere Medienpräsenz auf allen Ebenen. Ich meine, den ersten Schritt tun wir jetzt hier mit unserer Fernsehsendung, aber was könnte darüber hinaus noch passieren? Also die Christen waren eigentlich immer so an der vordersten Front, was Medien betraf. Paulus war sehr stark unterwegs, hat Briefe geschrieben, die gingen in alle Teile des Reiches. Die Evangelien sind sofort in der Hauptsprache geschrieben worden, nicht in Aramäisch oder Hebräisch, sondern Griechisch, was jeder verstand. Martin Luther hat seine Bücher durch den Buchdruck, der kurz vorher erfunden worden war, beziehungsweise in Europa erfunden worden war, nachdem er in China schon vorher existierte, verbreitet. Und ähnlich stehen wir vor einer Revolution, also Internet, Twitter, Facebook, die ganzen sogenannten sozialen Medien müssen von uns entdeckt werden, dass nicht nur irgendwelche Werbeinhalte und nicht nur irgendwelche erotischen Seiten oder sowas da verbreitet werden, sondern dass auch unsere christliche Botschaft wirklich die Menschen erreicht. Und wir werden nicht jeden in seiner Plattenbausiedlung in Marzahn oder in seiner Villa, was weiß ich, in Berlin-Charlottenburg persönlich besuchen können, aber die Menschen überall dort und auch überall dazwischen sind irgendwie per Internet erreichbar. Und da brauchen wir neue kreative Formen. Dann förderst du eine stärkere Förderung und Begleitung erkennbarer Identifikationspersönlichkeiten. Was bedeutet das? Ja, wir haben oft Angst, dass wir Leute besonders hervorheben. Also die katholische Kirche macht das mit dem Papst, glaube ich, relativ gut und hat auch so die Heiligen und Mutter Teresa und so. Und da weiß man, diese Personen stehen dafür. Wir im protestantischen Raum sind da etwas zurückhaltender, weil wir irgendwie keine Menschenverehrung nach vorne bringen wollen. Das ist auch verständlich. Aber ich denke, wir müssen den Mut haben, doch auch begabte Menschen, junge Verkündigerinnen, Verkündiger auch aufzubauen und ihnen auch eine Plattform zu geben und nicht immer so alles gleich zu machen. Einzelne Personen können sehr viel bewirken. Und damit eng verbunden ist natürlich die Sache der persönlichen Begleitung. Vor unserem Interview hatte ich mitbekommen, hast du dich mit jemand getroffen, den du schon länger begleitest und geistlich ermutigst. Und ich muss gestehen, ich habe selber sehr profitiert, dass mich andere christlichen Leiter sehr gefördert haben. Manchmal denke ich, es gibt so viele Leute in unseren Gemeinden, die so viel zu geben haben, was sie auch noch anderen weitergeben können. Das ist absolut wahr. Und ich möchte gerade Ältere ermutigen, ältere Christinnen und Christen, sich der jüngeren Generation ganz bewusst zuzuwenden. Da ist eine große Offenheit. Oft haben die Generationen Angst voreinander, muss nicht sein. So wie Paulus den Timotheus ermutigt hat und Timotheus wiederum andere, so kann dieses Konzept des Mentorseins oder einfach des Weitergebens, des Anteilgebens von der Lebensgeschichte, von der Glaubensgeschichte, kann sehr ermutigend sein. Die Zeit, die man da investiert, ist gut investierte Zeit. Und das möchte ich so direkt an Sie weitergeben, liebe Zuschauer. Vielleicht können Sie einfach überlegen, wen Sie in Ihrem Umfeld haben, für den Sie eine besondere Rolle in seinem Glaubensleben spielen können. Denn ich denke, Sie haben auch viel, was Sie an andere weitergeben können. Und damit kommen wir auch hier schon zum Abschluss. Wir haben jetzt viel gehört von Dingen, die mit Niedergang zu tun haben. Niedergang des Christlichen im Westen, in Europa, Niedergang von Mitgliederzahlen. Was sagt denn die Bibel dazu? Also ich glaube, wir haben die Verheißung, dass Jesus Christus bei uns sein wird bis ans Ende der Zeiten, bis er wiederkommt. Deswegen endet die Bibel mit einer sehr hoffnungsvollen Botschaft. Das sollten wir hier auch in dieser Sendung, dass wir wissen, es gibt auf der einen Seite Verfallserscheinungen, aber es gibt auch immer wieder neues Leben durch Gottes Gnade, durch Gottes Geist. Und dafür sollten wir beten, dafür sollten wir uns einsetzen, damit sollten wir rechnen. Die Zukunft der Gemeinde ist garantiert durch Jesus, der ist Haupt der Gemeinde. Und wenn wir darum beten und wenn wir uns dafür einsetzen, werden wir auch in Europa erleben, dass wir die nächsten Generationen mit dem Evangelium erreichen und segnen können. Liebe Zuschauer, lassen Sie uns das gemeinsam mit Jesus anpacken. Roland, dir ganz herzlichen Dank.